Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11.3. Team Ogre greift an. Wir sind ja ganz frisch am Start des 6. Kapitels, das sich rund um Mr. D dreht. Ein ziemlich mysteriöser Mann, der, ja, dessen Enthüllung wahrscheinlich ziemlich interessant werden kann. Aber erstmal gehen wir zum Wunder mit Trainieren noch ein bisschen. Denn nach dem Spiel ist er bekanntlich vor dem Spiel. Und es heißt, nach den Engländern geht es dann bald weiter nach Argentinien zu den The Empire, genau. Die habe ich auch schon letztes Jahr besiegt während der Fußball-Weltmeisterschaft. Da habe ich ein kleines Special-Video gemacht. Wer sich beweist. Aufgeladen bin ich, oder? Jupp, perfekt. Also trainieren wir mal wieder. Was sollen wir sonst tun? Hier nochmal für alle. Euer nächster Gegner ist The Empire, die argentinische Fußballmannschaft. Alles klar. Ihre Abwehr trägt den Beinamen die Stallmauer. In allen Qualifikationsspielen haben sie kein einziges Gegentor zugelassen. Oh, das hört sich ziemlich stark an. Ihr Kapitän Thiago Torres wird wohl einer der Stauverteidiger des Turniers werden. Man nennt ihn auch die Andenfestung. Das Spiel findet in 3 Tagen statt. Wir werden nur siegen können, wenn wir schaffen, ihre Abwehr zu durchbrechen. Alles klar. Das heißt, wir brauchen eine relativ starke Offensive. Aber die haben wir. Ich wasch ab. Deflektorschlag! Und perfekt, also schon gemeistert. So wie es aussieht. Und der Ball nach oben so wegfliegt, irgendwie wegdeflektoriert. Das kennen wir. Ich gehe zurück. Mark hat den Deflektorschlag gemeistert und ihn sogar noch verbessert. Mark hat nicht nur einfach seinen Großvater noch, er hat seine eigene Technik entwickelt. Weiter so, Mark. Also, wenn sich einer damit auskennt, die Techniken anderer Leute nachzuahmen, dann bist du das Bluturtlatschans. Hehehe. Oh, so gemein. Hescott, du bist das nächste dran. Lass mir lieber deine Taten sprechen. Er wird jetzt voll verhauen. Du meine Güte, er hat recht. Ich habe meine Techniken vom Markt gelernt. Ich bin nur ein Nachahmer. Ja, du bist eher ein Fanboy. Das wissen wir noch vom 2. Teil, oder? Oder war es im 3. Im 2. Teil? Da war ja ein ziemlich großer Fanboy von ihm. Damals noch in der Klöster. Nicht Klöster, die. Nicht Klöster Divinity, oder? Ja, da kommen ja. Banyan her. Die Folkshow, genau, die Folkshow, die ganz komische Schule da. Den ganz komischen Namen, das er her. Und seitdem ist er ein großer Fanboy und. Ja, also Nachkommen ist nicht gerade so schlecht, aber. Was eigenes wäre schon ziemlich cool. Und? Ging er rein oder nicht? Hoppala, weggeklickt, sorry. Komm schon, Darwin, du bist dran. In Ordnung. Ich habe mich entschieden. Ich möchte für Inazuma auf meinem Tor stehen. Und ich möchte sogar noch besser als Mark werden. Also übertreibt man nicht. Ich werde meine eigene Spezialtechnik entwickeln. Und ich werde jetzt schon noch zeigen. Ja, zeige es uns mal. Ein zweiter Torwart ist ja nicht schlecht. Wie aktuell auch bei Go. Mit Sam und Chippe. Oh, Mist, das müsste da Hallöchen. Anscheinend trainiert er sehr hart. Herr Smith! Na komm, Freude auf. Ich habe gesehen, wie er gegen die Knights Queen oder so gespielt hat. Das sah nach harter Arbeit aus. Es waren zwar die Queens Knights und nicht die Knights Queens, aber danke. Könnte das nächste Mal etwas weniger spannend machen. Mein altes jetzt macht die ganze Aufregung nicht mehr mit. Was soll ich denn sagen? Und dann kommt der dritte alte Knacker im Bunde. Was ist denn los, Gregory? Du bist doch nicht nur hierher gekommen, um unser letztes Spiel zu analysieren. In der Tat. Ich wollte mit ein paar von deinen Spielern reden. Mark und Sharp. Oh. Das haben wir verbrochen. Falls ihr beide mal eine Verschnaufpause habt, kommt ihr mal bei mir im Wohnheim vorbei. Okay, mal gucken. Wenn wir Platz haben im Trainingsplan. Oh. Nee, das war ein Spiel.
gegen die Naschkatzen. Das Lieferband soll dabei. Da muss ich jetzt zwar ein bisschen wieder an Oda Nobunaga denken, aber es sind ja relativ viele Leute in Japan als Naschkatzen bekannt. Es sind jetzt relativ viele, die Süßes futtern. Also ist das wohl so allgemeiner gemeint. Oh, Blackstone. Ja, wird schon immer besser und besser. Dunkeltornado. Der hat richtige Gruselfratze. Und drin. Bam. Da freut sich der komische Zombie. Und bringt ihn das auf... Ne, fast aber. Fast Level 28. Fehlt noch ein bisschen was, aber... Oh, ein neuer Spieler. Oscar Petty. Liebt japanisches Wohnen, schläft jede Nacht auf Tatami im Futon. Japanisches Wohnen ist echt ziemlich cool. Ich mag auch so ein bisschen, zumindest so ein bisschen dekorationsmäßig. Und ich kann mir so ein Buddha-Poster hängen. Und es kommen eventuell zwei, drei japanische, wie heißen die, diese Wandsticker, diese Wandtattoos kommen ja noch hin. Und also ein bisschen Asia-Zeug habe ich auch, aber auf Tatami und Photonen auf dem Boden schlafen ist das nicht so ganz meins, aber ja, ein bisschen Mixen ist auch ziemlich cool. Aber von den Werten hier und auch von deiner Position, Torwart. Nee, danke. Jupp, ich bin sicher. Denn ich denke, wenn ich mir da einen. Der Mark ist ja ein Bodenspieler, oder? Boden, 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 genau. Falls ich mal einen Feuertorwart brauche, dann will ich mir jemanden von den Mannschaften holen. Die sind meistens doch ein bisschen stärker und besser trainiert von den Werten her. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Hören wir uns jetzt mal an, was Mr. Smith Schönes zu verkünden hat, wenn ich ihn finden würde. Da ist nicht, aber das ist ein blauer Punkt. Bist du da? Da ist er, genau. Farblich perfekt passend zum Boden und zu den Regalen. Ein bisschen Chameleon-Style. Schön Camouflage. Hier. Schaut euch mal dieses Foto an. Ich will es auch sehen. Sieht doch ein Mann mit blonden Haaren aus. Sein Gesicht ist allerdings kaum zu erkennen. Schau. Was zum... Ist das etwa... Ray Dark? Was? Ray Dark? Du meinst also, dass er der Mann auf dem Bild ist? Hätte er es doch tot. Der ist doch im letzten Teil ersoffen mit seinem fetten... Schiffboot bei der Redux, der ist da runtergegangen. Am Hafen? Wird er da überlebt? Hä? Wir denken wohl beide das gleiche schon. Das ist ein Foto des Trainers des italienischen Teams. Orpheus. Okay. Was macht er denn hier? Sie hatten zuvor einen anderen Trainer. Aber dieser wurde ohne Vorankündigung ersetzt. Ziemlich mysteriös. Niemand weiß, warum oder was mit dem neuen Trainer auf sich hat. Ziemlich geheimnisvoll. Nicht wahr? Eher ein bisschen beängstigend. Ray Dark, meine Fresse. Moment mal. Er war es also wirklich? Das ist der Mann, mit dem Stormwall vorhin im Hafen gesprochen hat. Was? Stimmt das, Stormwall? Hast du wirklich mit Ray Dark gesprochen? Und wenn es so wäre? Das war doch ein Witz. Immer schon ruhig bleiben, Schraub. Was ist denn los mit dir? Der kann so ein Arsch sein, der Typ. Aber er ist irgendwie auch ganz cool. Trainer Hillman. Ist Ray Dark wirklich so ein schlechter Mensch? Ich habe Schraub noch nie so aus der Fassung gesehen. Ja, du kennst ihn ja noch gar nicht. Du bist ja auch ein Neuzugang. Ray Dark war die treibende Kraft hinter der Royal Academy. Uncooles Bild. Mit der Royal Academy und der Zeus Junior High Symbol Logo.
Wappen, sagt man dazu. Sie waren 40 Jahre in Folge die ungeschlagenen Champions der Football Frontier. Doc Ray Dog kämpfte dabei nie mit fairen Mitteln. All seine Siege beruhten auf fiesen Tricks und hinterhältigen Manövern. Die Inazuma Eleven wollen vor 40 Jahren, kurz vor dem Football Frontier Finale, einen Unfall verwickelt. Dog steckte dahinter. Jupp, der hat die Bremsen des Boosters manipuliert, also der hätte eigentlich alle sterben können. Das ist schon richtig krass. Nur für Fußball. Naja. Max Großvater, David Evans und Rainer Himmeln wurden schwer verletzt. Das Team konnte nicht spielen und Dark siegte. Es ist ein schöner Sieg. Das Spiel wurde also abgesagt. Genau das gleiche passierte mein Vater, als er Trainer der Cherry Blossom Junior High war. Genau bevor er zu uns kam. Ray Dark schuf das Wasser der Götter. Einen Trank, der Menschen wie Götter spielen lässt. Naja, da muss ich mal sagen, im Anime wurde es dargestellt als Art Energy Drink mit einem extrem hohen Koffeingehalt oder ja, so eine Art krasseres Red Bull, sag ich mal. Und im Spiel wurde das direkt so genannt, wie es wirklich war, nämlich eine ehemalige Militärdroge, die im Krieg verwendet wurde und die Ray Dog benutzt hat, um die Spieler der Zeus Junior High unsterblich zu machen. Der hat also vielen minderjährigen Kindern Drogen verabreicht und das ist wirklich krass. Der Typ hat sehr echt die Malle. Das ist ein kranker Bastard. Und mit dem passenden Namen Ray Dog. Frank ist echt ein bisschen verharmlost, aber das waren wirklich Drogen. Er wurde deswegen festgenommen. Ja klar, wäre es nur ein Trank, wäre es nicht passiert. Doch das war nicht das Ende der Geschichte. Ohne Redux. Ja, das ist das komische Schiff, in dem untergegangen ist. Er gründete damals ein Team namens Royal Academy Redux und forderte Rayman erneut heraus. Genau, da war auch unser Neuzugang Stonewall dabei. Er zwang Samford und die anderen, die verbotene Spezialtechnik Kaiserpinguin 1 zu benutzen, die sie körperlich zermürbte. Und übrigens auch im Anime, das wurde im Spiel nicht direkt gesagt, im Anime hat auch der Torwart, heißt nicht Stephen King, er heißt, also mit Nachnamen King, mit Vornamen nicht Stephen, er heißt, ja, auf jeden Fall King, den kennt ihr ja. Er hat auch eine ähnliche Technik benutzt, zwar nicht Kaiser Pinguin 1, war das Fangzahnfänger, ich glaube schon. Auf jeden Fall auch so eine ziemlich gefährliche Technik, wo er auch, wo er sich seine Hände brechen konnte und bei den, bei Kaiser Pinguin 1 waren es die Beine, die dann fast zerbrochen oder gebrochen sind oder fast zum Brachen kamen. Also da wären die armen Beine futsch gewesen. Oder um es krass zu sagen, sie wären einfach gestorben. Also der Typ ist echt ein bisschen ziemlich düster. Aber was will ein Stonewall von ihm? Das wird man ja selbst wissen. Er setzt also das Leben anderer aufs Spiel, nur um seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Aber was treibt ihn dazu an? Der gute alte Hass. Ray Dog wird nur von Hass angetrieben. Hass auf Fußball und allem, was damit zu tun hat. Ray Dogs Vater, Tom, war ein großartiger Spieler und Mitglied der japanischen Auswahl. Aber kein Spieler kann seine Spitzenform auf Dauer halten. Mit steigendem Alter ließen auch Tom Dogs Fähigkeiten als Fußballer nach. Mit der Zeit rückten neue Spieler, darunter auch David Evans, nach und Tom Dog verlor seinen Stammplatz. Ja, das war eigentlich eher so, dass Tom bei jedem Torwart immer ins Tor reinschießt, also jeden Torwart sozusagen besiegt, und David Evans war der Erste, der immer seinen Schuss halten konnte. Da dachte er sich, das kann nicht sein. Nein. Deshalb verlor er dann sozusagen seinen Stammplatz. Aber was komisch ist, denn er war Stürmer und David Evans ist ein Torwart, also schon ein bisschen komisch, aber okay. Von diesem Schock hat er sich nie erholt.
sein Sohn schwor, sich an allen zu rächen, die seinem Vater Leid angetan hatten. Auch wenn er so gesehen niemand war, die ihm Leid zugefügt hatten, es war ja nur er selbst, also so psychologisch gesehen. Rayder hasst Fußball und versucht genau deswegen, ihn zu kontrollieren. So funktioniert sein kranker Geist. Stonewall, wenn ich herausfinde, dass du immer noch mit Rayder unter einer Decke steckst, werde ich... Was? Was willst du dann tun? Dich töten. Dann werde ich dir das nie verzeihen. Niemals. Ha. Du kannst die Vergangenheit auch nicht hinter dir lassen. Nicht wahr, Sharp? Keine Chance. Ich muss herausfinden, ob dieser Mann wirklich Ray Dark ist. Wenn es wirklich ist, führt er sicher etwas im Schilde. Und das bedeutet, dass uns allen große Ärger bevorsteht. Sharp. In Ordnung. Das ist ein Top-Teil. Aber Bob muss sich auf das Spiel gegen Argentinien vorbereiten. Alles klar? Sharp. Wir werden dir helfen. Lass uns mehr über den Mann auf dem Foto herausfinden. Wenn er der Trainer der italienischen Mannschaft ist, können wir sicher mit seinem Team reden. Jetzt, wo du es sagst, ich habe einige italienische Spieler im Bereich von Argentinien gesehen. Sie schienen dort etwas zu suchen. Vielleicht solltet ihr einmal mit ihnen reden? Danke, Esmus. Dann lass uns zum argentinischen Bereich gehen. Du kannst ja zum argentinischen Bereich gehen. Das ist ja super. Ray Dog lebt. Auf zum Bereich Argentiniens. Eieiei, der lebt noch. Eieiei. Aber wie hat er das geschafft? Das Boot ging nach unten und er war noch drauf. Jetzt konnten sich doch alle retten, aber er ging noch unter, hä? Dann darf ich auch noch mal ganz kurz was gucken. Meint ihr, versuchen wir just for fun, was? Okay, da geht noch nichts. Und das war die Suche über Bekannte, genau. Haben hier noch ein paar Leute, die holen bringt relativ wenig, denn die sind ziemlich schwach. Also hier noch jemanden, da könnte ich mir noch schon Seki holen. Segiminator oder Rift Chasing. Sonst komme ich nur zu den drei komischen Stückchen da und die sind ein bisschen schwach. Also, ne, das lasse ich mal. Ich wollte nur nochmal gucken gehen. So, und jetzt ab zum Bereich Argentinia. So, aufladen muss ich noch oder ne? Ne, wohl ein bisschen. Zack, bumm. Okay, ab zum nächsten Gebiet. So, wo muss ich hin? Da. Argentinien. Zur Main Street. Sieht schon ein bisschen Großstadt-Flair-mäßig aus. Okay, da ist ein komisches Türmchen und dann zwei Straßen, okay. Oh, sieht schön aus. Kukuraku-Markt. Zum Shoppen. Eine schöne Statue. Ein Café. Schönes Großstadt-Flair. Dann verschieben wir die Stadtrundgang auf Städte. Wir müssen zuerst die italienischen Spieler suchen. Alles klar. Also ab in die Pizzeria. Hört ihr einem, was die Italiener zu sagen haben? Jetzt gucken wir hier ein bisschen um. Ich habe ja Zeit. Was hast du denn alles? Herzlich willkommen im G-Mart. Okay, Nudeln haben wir noch auch genug. Und denke, ich habe alles noch genügend. Jupp. Nächste Woche brauche ich von dir gar nichts. Nur ein bisschen umgucken. Oh, ein Poster. Wenn du Probleme hast, ein Fischbild zu gewinnen, sollst du Erholungs-Items benutzen. Wenn du deine TP erfrischt, kannst du beispielsweise mehr Spezialtechniken verwenden. Aber vergiss nicht, dass du während eines 11 vs 11 Spiels maximal 3 Erholungs-Items einsetzen kannst. Weißt du doch schon, Schnucki, brauchst du mir nicht sagen.
Ich dachte, du willst mir was über das Poster sagen und da oben ist ein Automat. So, dann gamblen wir mal wieder ein bisschen. So, einmal mit. Ne, da nicht. Auch nicht und da ebenfalls nicht. Okay. Wieso denn nicht? Komme ich auch irgendwo hin? Erstmal ein kleines Match gegen die. Oh, Little Red, die kenne ich noch, und Snowy, die Märchenkicker. Die gab es auch schon im ersten Teil. Glaube ich zumindest, Little Red. Die Anspielung auf, Moment. Gucken wir sie an, komm her. Eine Anspielung auf, es kennt das Märchen nicht mehr, ich bin so doof. Wo der Wolf die Oma frisst, hat er seine Märchen da. Sorry, ich gucke nur Animes. So, egal. Einmal wie vom Ball. Und da kommt die wieder. Der blauäugige Ultradrache. Und Bums. Gott, wie ist das nochmal? Rotkäppchen. Übersetzt doch Little Red Hood. Ich bin doch echt zu doof für alles. Auf jeden Fall Blackstone und Wallset und sogar noch mal cool. Level Ups. Okay, komme ich auch noch ein bisschen weiter. Was haben wir hier Schönes? Clever Stollen. Die hätte ich brauchen können. Und hier ein paar italienische Spieler. Ne, dich kenne ich, du bist schon Thiago Torres. Sieht man auch ein bisschen am Trikot, das sind die Italiener. Und das sind die Argentinier, sieht auch schon ganz gut. Ah gut, dann quatsch schon mal mit euch. Damit es hier weitergeht. Hier am schönen Startplatz. Ihr gehört zum italienischen Team, oder? Wir würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Ne, du bist ja gar nicht. Ja, sie. Ich dachte, du bist Thiago Torres. Sorry? Was? Du hast Nerven. Hier, einfach so aufzutauchen. Wo ist unser Trainer? Was hast du mit ihm gemacht? Lala, sag es uns. Sonst. Was ist da los? Wieso seid ihr wütend auf uns? Basta, ragazzi. Lass es, Jungs. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Bianchi, danke zur Rettung. Paolo. Schaut euch diesen Typ mit seinem Umhang an. Er sieht wie der Kerl aus, den GG gesehen hat. Das stimmt nicht. Ines und Japan ist ein ehrenhaftes Team. Das sieht man an der Art und Weise, wie sie spielen. Danke. Auch ein cooles Kompliment. Erlaubt mir, mich und Mama meines Teams zu entschuldigen. Es tut mir sehr leid. Porca miseria. Oder so. Was ist los, Paolo? Sag es uns. Wir hätten kürzlich eine Nachricht, in der wir darum gebeten wurden, uns alle zu versammeln. Sie kam von ihm. Von heute an weht hier ein anderer Wind. Ich bin jetzt euer neuer Trainer. Nennt mich einfach Mr. D, klar? Neuer Trainer? Mr. D? Eindeutig Red Dog. Mit Raucherstimme. Mr. D. Allora, wer ist dieses Team? Lasst mich euch Team D vorstellen. Sie werden von uns an Italien von nun an Italien vertreten. Hä? Was? Aber
Wissen das italienische Team? Dann beweist es. Wenn ihr so gut seid, könnt ihr bestimmt auch problemlos Team D schlagen. Oder? Aber denkt daran, wenn ihr verliert, werden sie Italien vertreten und ihr werdet schnurstracks nach Hause geschickt. Ihr habt 3 Tage Zeit. Das Spiel wird hier im italienischen Bereich stattfinden. Wie furchtbar. Ich kann es nicht glauben. Und das war vor 3 Tagen, oder? Wir haben beschlossen, mehr über diesen Mr. D herauszufinden. Wir fanden heraus, dass sein wahrer Name Ray Dark ist. Also ist er es doch. Der Mann auf dem Bild ist Ray Dark. Und er greift wieder auf seine alten üblen Tricks zurück. Gabrini. Ah, du bist süß, dich kenne ich auch noch. Jetzt suchen wir den echten Trainer des italienischen Teams. Trainer Gianni. Seitdem Mr. D aufgetaucht ist, ist er spurlos verschwunden. Und bei Gianni muss ich ein bisschen an Giannini denken von... Das habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Mit dem Mafia, von Angola, Reborn, genau. Katja Hildmann Reborn, genau. Das muss ich auch wieder gucken. Gott, ich glaube, so viele Serien, die ich noch gucken muss. Das Spiel erinnert mich an alles, meine Fresse. Kurz bevor Trainer Gianni verschwand, sahen wir, wie er mit einem geheimnisvollen jungen Mann sprach. Und es sah genauso aus wie dieser Kerl mit dem Umhang. Was? Er sah so aus wie ich? Was hast du mit unserem Trainer gemacht? Dauert es doch für Mr. D. Parla, gib mir schon zu. Die Sache spitzt sich zu. Anscheinend war es Sharp, der sich mit Red Dog herumgetrieben hat. Naja, das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Schließlich war es so sein Meisterstück. Halt den Mund! Und dann beschuldigst du mich, mit Red Dog unter eine Decke zu stecken. Du sollst dich mal in deine eigene Nase fassen. Hört auf, alle beide. Es reicht. Merkt es nicht? Genau das blöd doch. Ihr möchtet, dass wir uns gegenseitig verdächtigen. Aber ich vertraue euch. Und anscheinend ist unser Team nicht das einzige, das mit Mr. D zu tun hat. Gerüchten zufolge gibt es hier einen Allwissenden. Man sagt, dass über alles, was in Leocourt geschieht, Bescheid wisse. Wir würden gerne mit ihm reden. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Wir helfen euch gerne dabei. Je mehr Leute ihn suchen, desto schneller werden wir ihn finden. Der Frero? Wirklich? Danke, Captain Evans. Grazie mille. Also nicht mille grazie? Das sage ich immer mille grazie. Bist du verrückt? Was denkst du denn dabei, Paolo? Wieso bittest du ihm Hilfe? Ganz ruhig, GG. Ah, GG, well played. Wie ich bereits sagte, könnt ihr diesem Team vertrauen. Lass uns erstmal herausfinden, wie man etwas über diesen allwissenden Mann Bescheid weiß. Farazza, auf geht's, Kapitän Evans. Bianchi schließt sich dir an. Super. Wenn ich das Part wird noch mal zukunftsmäßig interessant. Im Jahre 2000XX. Admiral Hillman berät sich mit seiner Bande von Revolutionären. Wieder was Exklusives? Also sind Aphrodite und seine Gefährten bei dem Versuch gescheitert, die Fire Dragon zu eigen zu machen. Scheint es der Einfluss dieses Mal Game ist noch größer, als wir bisher befürchtet hatten. Allerdings, anscheinend müssen wir auf andere Mittel zurückgreifen. Auf welche denn? Da komme ich gar nicht mehr mit. Sie meinen also, wir sollten es Team Ogre gestatten, sich um Evans zu kümmern? Sie sind unser Ass im Ärmel. Am besten wäre es,
uns die Mittel zu verlassen, die sich in Elvens eigener Zeit befinden. Ich verstehe. Sie meinen natürlich Ray Dark. Oh, die haben auch mit Ray Dark zu tun. Boah, das ist ja krass. Sozusagen zwei Böse, die sich da verbünden, ne? Wow, das ist cool. Also ich meine, das ist scheiße. Aber cool irgendwie. Sehr gut. Das sollten wir voll und ganz für unsere eigenen Zwecke einspannen. Jetzt ein bisschen wie bei Chronosons aktuell, bei Eldorado und Sanak Avalonic, beziehungsweise der Engine. Die haben ja auch für ihre eigenen Zwecke eingespannt. Also Avalonic und so. Meine nur. Und das war's schon. Okay. Alle drei Kapitel kommt mal 3 Minuten was von den Zukunftsdeuten. Findet den Allwissenden. Aber ich denke, jetzt mache ich im nächsten Part. Erstmal ist Bianchi dabei. Er ist auch im Team natürlich nicht, aber er läuft uns hinterher wie ein kleiner Dackel. Und das ist süß. Oder kann ich trainieren? Das machen wir doch mal ganz flott. Kampfgeist, sehr schön. Auch wenn es hier noch keinen richtigen Kampfgeist gibt, aber das gibt es ja auch hier. Und das ist das Herz. Dann machen wir Blackstone. Wie fördert das den Kampfgeist? Na egal. Ein späterer Truckerzieher wird das sicher seine Karriere nach vorne bringen, solche Erfahrungen. Und da ist noch eine Kiste. Super Tonikum. Ist noch irgendwie was? Ich glaube nicht mehr so ultra viel. Guck mal, oder ist noch was? 110 Teamgeist-Punkte. Item. Nächste richtig schöne Stadt. Und noch ein Match zum Abschluss. Und dann war's das wieder. Hammer. Und Snowy ist von Dings von Schneewittchen und die 7 Zwerge. Die kenne ich ja sofort. Also die hier. Die gucken wir. Nein, fast. Dann gucken wir uns mal die Nasenbären an. Coppers. Übrigens, es gibt einen Spieler, der genauso aussieht wie ihr bei Go. Und der heißt irgendwas Schumacher. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Michael Schumacher ist, aber da gibt es einen, der sieht genauso aus. Auch so ein komisches Näschen. So einen übelst hässlichen gestreiften Anglerhut. Zack. Hat er ihn? Ne, doch. Und? Latte. Das ist mir aber nicht Latte. Und jetzt einmal richtig. Mit. Das habe ich schon alles gesehen. Einzige Bübung geht jetzt nicht mehr, schade. Dann hätten wir diesen Part jeden Schuss von Kevinsky gesehen mit seinem blauhäutigen Drachen. Nicht blauäugig, der ist blauhäutig. Und Tornadofänger versagt. Wieder Latte. Wir schaffen das zweimal hintereinander. Und dann gerne Trickschuss. So, aus können Sie erstmal ein bisschen Schneewittchen angucken. Süß. Grätschen. Blutgrätsche. Schmeißt sie in den Dreck. Willst du es mal versuchen, Jack? Ich versuch's. Na, gucken wir mal, ob das was wird. Nö. Und ich habe es verkackt. Da kann doch ich nichts dafür, ich bin Verteidiger. Und ich will ein paar Punkte. Na gut, dann würde ich mal sagen, den Allwissenden suchen wir uns am nächsten Part. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Egal. Ich stelle mich mal hier hin. Und nächsten Part gucken wir uns mal um. Ob wir den Allwissenden finden. Hoppala. Ist da jetzt runtergefallen? Egal. Dann suchen wir, wie gesagt, den Allwissenden. Und dann finden wir mehr raus über Ray Dark. Und gucken mal, was er genau vorhat. Und vielleicht sehen wir wieder ein bisschen was über
die Revolutionären im Jahre 2000XX mit Admiral Hillman, mit diesen komischen Bausen. Aber, naja, sie haben schon angekündigt, Team Ogre wird kommen und ich habe ein bisschen Schiss, aber das wird schon irgendwie klappen. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!